Aber das wusstet ihr ja. Jetzt gehen wir da rum. Nein, du sollst sie nicht anvisieren, du sollst einfach nur da rumgehen. Ja, sehr schön. Da haben wir es doch geschafft. Wir sehen da vorne schon wieder ein paar Fliegen. Ich habe gesagt Fliegen, deswegen brauche ich mein Schmetterlingsnetz. Oder eine Libelle oder was es ist. Ja. Nein! Komm, ganz langsam. Ach, Link, wirklich? Ist das dein Ernst? Ganz langsam, Link. Nein, Alter, warum schnappst du dir dieses Vieh nicht? So, geht doch. Gerudo-Libelle, verpiss dich. Ab. Ugh, diese Insektenviecher, ey. Naja, bis zum Ende habe ich ja noch genügend Zeit, weil ich werde diese Insekten erst am Ende des Spiels benutzen. Da könnt ihr aber einen drauf lassen. Ein Tumbleweed. Sehr schön. Danke, Spiel, für gar nichts. So. Was haben wir denn hier noch? Ah! Kleine Käferlies. Ranellameise. Käferlies, sag ich doch. Ah, von denen haben wir auch bereits welche. Würdest du jetzt bitte? Danke. Ist hier noch ein oder ein? Hier waren noch welche. Nein, das war irgendwas anderes. Ich möchte auf jeden Fall gerne eine Abkürzung jetzt erschaffen. So. Unglaublich, wir eiern hier schon wieder eine ganze Folge rum, ne? Und erreichen nichts. Mit nichts meine ich nichts. Ich speichere ihn nochmal ab. Weil ich habe das Gefühl, dass das hier der schwerste Teil war. Aber auch, dass wir uns später dahin porten können. Und dann schauen wir mal weiter. Ach, ja, Digga. Das war Kacke. Das war echt ein Stück Scheiße, das da. Ja, ja, mehr Geld. Und das brauchen wir ja immer. Dass diese Bomben so lange zum Explodieren brauchen, das kotzt mich gerade echt an. Wirklich. Manchmal ist es echt schlimm. Ah, da oben ist eine Truhe. Wie komme ich denn an die nochmal ran? So auf gar keinen Fall. Du sollst zur Seite schwingen, Link. Ist es so? Bin ich doch so unpräzise, was das Schütteln angeht? Ich kann noch links von rechts unterscheiden, auch wenn ich eine Links-Rechts-Schwäche habe, ja. Aber hey. Beziehungsweise ich kann oben von unten noch unterscheiden und rechts und unten. Diagonalen, horizontalen, so eine Kacke. Ach, ihr wisst, was ich meine. Also nervt mich jetzt nicht. Ich weiß, dass es hier übrigens kaum weitergeht, beziehungsweise gar nicht. Ja, Link, die Steuerung ist genauso bekackt. Gut! Ich hab so Bock, das Projekt gerade abzubrechen, weil es mich einfach ankotzt, ja? Dieses ständige Weinkampfdel da kotzt mich an. Jetzt rennen die weg, weil da eine Bombe ist. Rat nie wieder zu kommen. Warum sind die nicht so dumm?
Warum ist da jetzt ein Loch? Ah. Ich hab's gehabt. Das sah zwar nicht so aus, als ob ich das jemals aufnehmen würde, aber ich hab's gehabt. Und es macht mit seinen Stromschlägen gar nichts. Das ist wahnsinnig interessant. So, das brauchen wir ja eh da hinten. Was wir jetzt brauchen, wäre irgendwo eine Bombe, die man greifen kann. Ich muss mich am Ohr kratzen, Freunde. Ich brauche auf jeden Fall eine Bombe. Nee, warte. Nee, doch, wir stehen richtig. Dich brauche ich. Dich. Dummes Teil, ist es dein Ernst? Danke für nix. Aber genau dich brauche ich. Ich will mich jetzt nicht heilen. Wirklich? Jetzt hängt es da dran fest. Ich muss mit dem Ding darüber fahren. Nicht ganz. Das dürfte auch funktionieren. Nee, es bringt gar nichts, denn ist gar kein Kristall. Kommst du jetzt bitte her? Danke, Link! Für rein gar nichts in deinem Leben. Und jetzt renn! Diesem Ding da hinterher. Danke. Ich hab's geschafft. Wir haben's geschafft. Was da drin? Irgendwas Nützliches. Jetzt kommt's, irgendein Objekt, das du nicht brauchst. Es war ja klar, dass da dieses Eldin-Erz drin sein muss, das kein Mensch braucht. Ja. Von dem kriegst du echt Unmengen, ja? Und es bringt da rein gar nichts. Nein, 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 da hoch! Nicht bewegen, da hoch! Link, du dummer Affe, ey! Ich brauch Anlauf, um da hochzurennen! Hast du in keinem Zelda-Spiel gebraucht, du dummer Idiot! Mensch! Ah! Oh! Das passiert, wenn ich keine Lust auf Zelda-Aufnahmen habe. Aber mir jeder im Ohr sitzt, kannst du Zelda hochladen. Nein! Mann, wenn ich keine Zelda-Folgen habe, habe ich keine Zelda-Folgen. Das Ding geht noch über 100 Folgen. Und das ist der Fakt, der mich so verdammt ankotzt. Jetzt ist das Ding nicht mehr da. Ist es euer Ernst? Jetzt ist das Ding nicht mehr da. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hä? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ist es sowas wie ein schlechter Scherz? Hä? Ich tritt gleich alles kaputt. Ey, Wahnsinn. Ich kann euch jetzt schon sagen, Zelda macht irgendwann Pause. Bis ich mal wieder Bock auf Zelda habe. Weil zurzeit ist es einfach so, das ist Spielmüll, das macht keinen Spaß. Das ist gerade einfach nur so die Kotze der Kotze, ey. Wirklich. Das ist dein Ernst, Link. Das ist dein Ernst. Jetzt können wir endlich in diesen scheiß Tempel da rein. Was ist da denn jetzt noch drin? Nochmal Eldin-Erz oder was?
das wär's jetzt. Nee, ist ein Monsterhorn. Mensch! Das hat man, glaube ich, noch gar nicht, ne? Richtig. Was haben wir denn da drin? 5 Rubine. Was soll ich mit 5 Rubine, mein Gott? So. Damit wäre dieser Hauptschalter komplett. Jetzt müssen wir ihn aktivieren. Und dann war's das. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der 3 Schalter gefunden. Begib dich nun zum Hauptschalter am Randellsteinberg. Nee! Warum sollte ich? Macht das irgendwo Sinn? Nein! Natürlich macht es Sinn! Du dumme Tusse! Oh, in dem Spiel läuft so viel falsch. Ich bin ja schon weg. Ciao. Der verfolgt mich. Ich glaub's ja wohl nicht. Raus da. Verfolgt er mich einfach? Ich glaube, ich sterb. Ich habe noch andere Sachen zu tun, anstatt Zelda aufzunehmen, ja? Zum Beispiel Zelda rendern. Das wäre auch mal was. Naja, da war Tumbleweed, ich weiß. Ich höre auch wieder die Viecher. So, zurück zum Hauptschalter. Den Hauptschalter aktivieren. Und dann den Tempel. Der Tempel wird krass werden, das verspreche ich euch. Der wird echt Hammer. Ist da schon wieder so ein Bernsteinjuwel drin? Ich mag es mir eigentlich nicht holen, aber ich hol's mir lieber jetzt als nie. Wisst ihr? Link. Oh, danke. Diese Ausdaueranzeige, sie nervt. Da war ein Tumbleweed? Okay. Jetzt ist die Frage, wie drehen wir das? Das ist ganz einfach. Wir drehen das so, wie die Sachen auf der Karte stehen. Das heißt, die Feuerding, also das Ganze hier. Die Karte sieht aus wie dieses Haupt, wie dieser Hauptschalter, wie dieses Rad, wie die Räder im Hauptschalter. Ihr seht, es hat auch so drei Ringe. So. Der hier ist ganz oben. In der Mitte. Der hier ist links. Und der hier ist ganz außen rechts. So. Das heißt, wie mache ich denn das jetzt am besten? Wen drücke ich denn als erstes rein? Wieder, ich habe dir etwas zu berichten. Ich weiß, dass es wie die Karte aussieht. Ja, ich versuche nur herauszufinden, wie ich die Dinger einzeln drehe, du dumme Schlampe. Merci beaucoup. Ich versteh's gerade nicht. Welches drücken wir denn jetzt als erstes? Das da, weil es ganz außen steht, oder was? Anscheinend. Anscheinend ja doch nicht. Ja, doch jetzt. Kommt das hier, das kommt ganz außen hin. So, und der hier kommt ganz oben hin. So, geht doch. Meine Fresse. Und da kommt unser Tempel.
Und ich freue mich jetzt tatsächlich gar nicht mehr auf das Teil. Wirklich. Null Freude. Obwohl der Tempel mir persönlich Spaß macht, aber null Freude. So, da ist er. Ab nach oben. Und rein in die Höhle des Löwen. Eine halbe Stunde habe ich noch. Ich nehme auch nur einmal am Tag Zelda auf. Das könnt ihr mir nicht. Ich will dieses Spiel nicht länger spielen. 2 Zelda-Spiele am Stück sind einfach zu viel. Wieso 2? Ja, der erste Zelda-Teil war auch ein Zelda-Teil, ne? Oh, aber die Musik hier, die ist toll. Ranelsteinwerk. Der Tempel an sich ist so sautoll. Der gefällt mir so gut. Oh, nee. Headcrabs, Alter. Headcrabs, Alter. Die Musik in diesem Tempel, die ist so toll. Erinnert so ein bisschen an den Geistertempel aus Ocarina of Time. Fuck you, Headcrab. Fuck you really hard. Ein bisschen Geld. Ist daneben was? Hätte ja sein können, das sah so komisch aus. Du stirbst. Sorry. Aber ich wollte das jetzt unbedingt machen. So. Das Ding brauchen wir jetzt, um an diesen Schalter da ranzukommen. Der uns die Tür öffnet. Hat das was hinterlassen? Nein, hat's nicht. Danke. Tür auf! Und ich freue mich auf das Dungeon-Item hier. Das Dungeon-Item ist nämlich Bombe. Das kann doch nicht sein, dass da eine komplette Ladung an Ausdauer drauf geht, Alter. Das ist doch nervig wie Sau. Danke. Oder sind ja auch irgendwelche Wege angezeichnet? Nein, natürlich nicht. Das gibt's doch jetzt wohl nicht. Wirklich. Da oben hängen die Headcrabs. Das sehe ich. Was ist das denn? Kleiner Schlüssel oder was? Ich will einfach auf diese Headcrabs dazugehen. Du bist ein bisschen zu früh runtergefallen, wollte ich schon immer so gesagt haben. Ich bin noch nicht da. So. Da hat mir doch irgendwas ein Herz hinterlassen. Ich wollte es doch eben sagen. Das gibt's doch wohl nicht. Das ist eine komplette Ladung Ausdauer für Braus. Spiel, wirklich, ohne Scheiß, mach diese Ausdaueranzeige da weg. Moment, was habe ich da jetzt geöffnet eigentlich? Das da. Was ist da drin? Das ist euer Ernst. Das ist euer Ernst. Die ganze Mühe, die ich mir da jetzt gemacht habe, es war jetzt nicht schwer, aber es war unnötig. Für 20 Rubine? Da hätte ich mich doch eher über eine Truhe mit Eldin-Erz drüber gefreut. Oder mit einem Monsterhorn oder mit irgendwas, mit dem ich schon was anfangen kann. Aber 20 Rubine, das ist in dieser Welt nix. Ja. Ach nee, nicht hier. Ich hab mich komplett vergessen. Oh Mann, Link! Hau die doch alle auf einmal weg. Danke. Das war zwar nicht alle auf einmal, aber das ging. Oh, Depp. Die nehmen nicht umsonst diese Lage da an, dass du da so schräg schlagen kannst. Genau so. Ich habe nur noch 2 Herzen, ich glaub's ja wohl nicht. More Headcrabs, ey.